Yo, Ladies and Gentlemen, was geht ab? Hier ist Bia von der Rampe. Und ich habe es euch versprochen, dass wir uns gemeinsam die TikToks und erstmalig die YouTube Shorts zu... die ihr zu meinem Song Ehrenbande gemacht habt, gemeinsam anschauen. Und das machen wir heute. Let's go! Here we go! So, Video Nummer 1. Wow! Wow, wer geht hier Gassi? Der Hund mit dem Pferd Gassi. Kann man mal machen. So, machen wir mal weiter. Fabian. Jawohl. Bisschen Strohfressen hier. Ich sag's euch, Leute. Die Dorfkinder-Community, Alter, die steht einfach parat. Ich sag's euch, wie es ist hier. Es geht weiter. Okay, wir machen einen Ausflug nach Malle. Von Malle, Andi. Don't worry, be soften. Ja, Grüße an die Säulenbande, gehen raus. Ju, dezent eng. Aber kein Ding für den King. SEL, was ist das für Kennzeichen? Self. Gut, mein Fehler. Oh, das ist geil. Der Lané. Oh. Oh. Oh, das ist geil. Das ist geil. Ehrenbande, Achtung, Ohrwurm. Oh, da wird's nice. War das eine Demo? Das ist die richtige Ehrenbande, ich sag's euch. Das ist die Ehrenbande, aber Level 3000. Ja. Trägerdreck, Westerrad. Eine Wolke für Greta. Ist das geil? Eine Wolke für Greta. Okay, das ist geil. Geil, einfach geil. Das sieht so richtig krass von den Häusern nach Norden aus. Ich finde es unfassbar, also bei uns im Süden sieht einfach so jedes Haus anders aus oder halt so weiß-grau und hier sind alle einfach mit den Ziegelsteinen, Backsteine, was sind das für Steine? So roten Steine, sieht einfach alles gleich aus, völlig crazy. Wer gefragt hat. Jo, wen haben wir hier? Der Bauer Felix. Name Felix, Hobby, Landwirtschaft, Traumberuf, Landwirtschaft. Ja, ich sag's euch, Leute, wenn ihr euer Hobby zum Beruf machen könnt, das kann positiv und negativ sein. Also ich meine, es hat schon Vorteile, weil du halt jeden Tag das machen darfst, was du liebst. Aber der Nachteil ist halt auch wiederum, du hast halt kein Hobby mehr. Also seit ich jetzt quasi Musik und so mein Hobby zum Beruf gemacht habe, habe ich halt kein Hobby mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Nein. Schaffen wir es, dass Micha von der Rampe kommentiert? Nee, nur Micha. Aber natürlich schaffen wir das. Luis Tevez. Okay. Ich sag's euch, das ist Leben. Felder, Wiesen. Das waren mal ein paar TikToks. Jetzt schauen wir mal noch ein paar Shorts an. Okay. Dorfdepp 8547. Hier geht's gerade weiter, wie wir mal TikTok aufgehört haben. Die Community ist am Start, Leute. Ich liebe euch. Es war ein Tattoo-Fest. Es war Hammer. Ah, Trägerdreck. Jawohl. Die Wolke für Greta. Ich liebe deine Bieröffner-Videos. Ah! Ihr könnt mir übrigens inzwischen auch auf WhatsApp schreiben. Ich schaff's doch gerade nicht allen zu antworten, weil ihr mir über 10.000 Nachrichten geschickt habt. Okay, ich erkläre es euch kurz. Ich wollte es eigentlich so einrichten, dass ihr mir auf WhatsApp schreiben könnt, aber mir haben viel zu viele Leute geschrieben von euch, dass ich es nicht schaffe, jedem einzeln zu antworten. Deswegen habe ich das jetzt so geplant, dass ich das quasi wie so eine Sammelnachricht mache. Das heißt, ich gucke, dass ich irgendwie einmal im Monat euch update und dann kriegt ihr da irgendwelche News und so weiter als erstes. Ich und meine Jungs in der Schule. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Kommt da noch was? Hä? Ladies and Gentlemen, in diesem Sinne, ich sage danke an alle, die irgendwie ein Video gemacht haben mit dem Sound. Und vor allem auch, wenn ihr Bock habt, da noch eins zu machen, dann freue ich mich auf eure Videos. Vielleicht manchmal wieder eine Reaction. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen, Zuhören, whatever. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Liebe Grüße, Micha von der Rampe. Boah, ich habe ein bisschen Kater. Ciao.